So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Battle Minecraft. Und hallo. Wir machen gerade da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Töten von Leuten. Ja. In-game. In-game, nur in-game, ja. Natürlich. So, ich habe hier schon wieder 48. Oh, ich habe so viele Sachen, ganz ehrlich, wir müssen mal wirklich unsere Backup-Chest auffüllen. Oh, das ist so schön hier so. Die ist, glaube ich, sowieso schon voll. Ja, das glaube ich auch. Nee, wir müssen aber ganz kurz mal wirklich noch ein bisschen hier sortieren, weil am Ende meinte der noch irgendwie so, oh, jetzt habt ihr unsere ganzen Stacks an Eisen. Und ich glaube... Also ich glaube, ich habe irgendwie... Also ich habe einen Stack. Wie viele Eisen hast du? Ich suche gerade. Ich habe 49. 49, ja gut, dann haben... Also du würdest noch was aufsammeln, wenn hier noch was liegen würde, ne? Jo. Und hier liegt nichts mehr, richtig? Eine Schere liegt hier noch. Ja gut, brauchen wir noch die Rüstung von denen als Ersatz? Können wir das noch gebrauchen? Ja, ich weiß nicht. Sammel du mal vielleicht noch wenigstens so viel Rüstung, wie du kannst. Also ich habe noch einen Helm, den ich wechseln könnte später. Ja gut, übrigens, Yannick, weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich mal meine Videos angeschaut habe? Bei dem Kampf mit Sparrick und Dölet, ne? Das haben auch einige geschrieben. Sparrick hatte einen Diamantbrustplatt-Panzer. Jetzt? Ja, echt. Hast du den verschlampt? Den habe ich nicht gefunden. Echt? Okay. Also hast du ihn verschlampt. Ja gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Base. Wo war die nochmal? Gute Frage. Irgendwo da hinten. Ich glaube, das ist dieser Waypoint. Ja gut, dann gehen wir mal dahin. Ich würde sagen, wir haben eh noch richtig viele... Wir haben noch Diamanten bei uns. So, ne? Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach... Wir beide machen uns kein Rüstungsstück daraus, weil, ganz ehrlich, sollten wir doch nochmal sterben oder so, dann können wir das dann aufbewahren, um so richtig loszulegen. Weil man weiß ja nie, was so noch passieren kann, ne? Aber man könnte lustigere Sachen mit Diamanten machen. Ganz genau, zum Beispiel Blöcke bauen und damit, und damit Sachen bauen. Das wird sehr schön. Vor allem jetzt haben wir wieder noch einen Diamant dazu bekommen, das ist ja echt. Aber wie viele Waffenboxen ich einfach habe. Ich habe zwei russische und zwei deutsche, das ist voll geil. Also ich habe eine deutsche und eine amerikanische. Läuft bei uns. Das ist echt der Hammer. Das ist sowas von abgefahren. Ey, aber ganz ehrlich, jetzt werde ich mir wirklich eine Bazooka machen. Kannst du dann vielleicht mit deiner... Hast du noch eine Axt im Inventar? Ach, ich habe auch eine Axt im Inventar. Sehr schön. Gut, dann kann ich die direkt... Ich weiß gar nicht, das Problem gerade ist, ich weiß nicht, ob ich noch einen Schuss habe. Hier lang. In der Panzerfaust, weil da ist zwar das Symbol von einem... Ja, von einem... Wie viel Gunpowder hast du? Dings, ich habe... Doch, ich habe zwei. Okay, ich habe 11 Stück. Das heißt, Magazine können uns mache ich mir eine Panzerschreck, dann machst du dir noch ein Magazin, mache ich mir noch ein Magazin, dann haben wir genug, weil so Waffenmagazine haben wir eigentlich auch genug, ganz ehrlich. Ja, also ich meine, ich habe ja auch hier 3 Waffen jetzt rumliegen. Ja, das stimmt. So, und ich höre mal auf mit diesen behinderten Geräuschen. Ich meine, ich habe mir vor kurzem mal so ein Video angeschaut von seinem, der hätte ständig gemacht, ey, ich raste dabei sowas so aus. Ich nehme einfach in die Fresse auf. Alter, ich batsch hier gleich ein. Komm doch. Scheiß. Mit einem Panzerpaus, denke aber dran. Ja, dann komm ich zu dir in deine Stadt. Da mache ich dich hier fertig, ja? Dann klatsch ich dich um, du. Ich würde an deiner Stelle also schön bei dir im Haus bleiben. Ja. Nee. Verlass mal lieber nicht das Haus, sondern das bietet dir nämlich den Schutz, den du brauchst. Wie viele Oakwood hast du denn noch bei dir? Ich habe 36. Das heißt, es reicht für alles, was wir noch machen werden. Egal, Wir haben trotzdem mal ein bisschen was mit, weil ich dir nicht traue. Wir haben das Holz. Hier Brustpanzer verschlammt. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Ich nicht. Der ist bei der Explosion draufgegangen. Sparrick ist nicht explodiert. Das kannst du nicht beweisen. Dödel ist explodiert. Ich kann es beweisen. Man sieht es im Video. Vielleicht hast du es auch bearbeitet. Ja, klar. Ich mache so eine übelst krasse Bearbeitung, Frame für Frame, weil ich nichts Besseres zu tun habe, weil sowas einfach nicht 12 Stunden dauert, mindestens. Ey, ganz ehrlich. Du hast halt viel Zeit. Ich habe echt das Gefühl, manche Leute haben echt keine Ahnung, wie lange es dauert, so Videos zu bearbeiten. Alleine schon so ein bisschen, ich meine, alleine schon dieses Raussuchen von den Stellen für die Intros, ja, alleine das dauert schon recht lange. Bestimmt 10 Minuten. Ja, nee, so lange nicht. Ich meine, aber das dauert bestimmt schon so mindestens 5 Minuten, wenn man dann noch so eine Stelle ein bisschen bearbeitet und dann irgendwie was sucht, zum Beispiel einen gewissen Sound oder sowas wie eine Record Snatch oder sowas. Oder halt einfach das passende Musikstück. Och, da vergeht schon ein bisschen Zeit, ne? Ach, man drückt nicht nur einen Knopf und alles funktioniert. Nee, das ist ja das Ding. Viele Leute stellen sich das vor, man nimmt auf und hey, es ist auf YouTube, aber nein, da ist leider ein bisschen mehr zu tun. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Geringfügig. Aber die YouTube-Partnerkräfte, die erledigen schon für einen, ne? Ja. Ich hab ja jetzt durch mein Netzwerk, habe ich einfach Leute, die schneiden für mich die Videos, ne? Ich muss es ja selbst gar nicht mehr machen, das ist total angenehm.
Das, wovon ich rede, war ja früher, als ich noch wirklich Arbeit hatte, ne? Jetzt nehme ich ja nur auf und... Das macht er selber gar nicht mehr. Da hat ich ich schicke den einfach so die Videodateien übers Internet, über meine 500K-Leitung und komprimiert, also ungerendert, ne? Und dann... Aber du nimmst ja den nicht mal mehr selber auf. Du hast hier nur einen Praktikanten, der hat sich so eine Voice-Changer gemacht. Ja, stimmt, ja. Und auch der nimmt für dich auf. So. Ihr merkt schon, wir reden wieder ein bisschen mehr Scheiß, wenn wir Zeit haben. Und ja. Ja. Das ist alles 1:1. Pass auf, wir gehen hier hoch und auf einmal sind wir wieder zurück zu unserer Base und versuchen irgendwie die versteckte Kiste zu finden, weil die Rohstoffe brauchen. Überleg dir das mal, wie geil das wäre. Und dann gehen die wieder, genau. Jetzt haben die die gefunden. Jetzt fangen die an, hier irgendwie zurückzulaufen oder so, ne? Und dann sagen wir, hi. Wo seid ihr denn? Ey, wir sind doch letztes Mal hochgegangen, als wir sie gefunden haben, oder? Ja, ich weiß. Das läuft, also vielleicht sind sie wieder da. Ah ja. Da hinten sind auf jeden Fall. Okay, ist Lava. Ja, Lava. Oh. Nee, aber hier ist nix und niemand. Das ist voll schade. Okay. Ja. Dann gehen wir hier so durch. Lalalala. Hier ist ein Voltblock. Oh, da ist eine Hülle. Aber da waren wir, glaube ich, auch schon. Als wir verzweifelt Hüllen gesucht hatten. Boah, geiler Scheiß. Oh, krass. Boah, richtig krass, ey. Oh ja. Okay, das. Wir sollten das echt irgendwie lassen. Ach nee, wieso denn? Ja, hast recht, das macht ja auch ein bisschen Spaß, ne? Ja. Spaß muss auch mal sein. In der Tat, Spaß ist wichtig. Ja, dem kann ich voll und ganz zustimmen. Und den hatte ich heute auch nicht zu wenig, ne? Ja. Naja, ja. Muss man auch mal sagen. Wunderbar. Ja. Also ich hatte heute nicht allzu viel Spaß, weil mein Schultag ziemlich stressig war. Ach so, ja. Gut, das ist ja egal. Ja, Leute, die noch zur Schule gehen. Moment, ich muss was essen. Ja, dann ist halt was. Ja, meine Güte, renn doch nicht weg. Doch. Ne? Das war jetzt, das hätte auch ins Auge gehen. Ja, ich habe gerade gedacht, was macht der Junge? Ja, der wollte ein bisschen Die Six Threads, die verstehe ich nicht. Genau. So, halten wir mal ganz kurz Ausschau. Sollte sich wieder erwarten mit einem... Ich halte gerade mal Ausschau nach dir, also ohne E. Ich muss ja auch sagen, ich bin mittlerweile so abgestumpft durch YouTube-Kommentare, was Rechtschreibung betrifft, ne? Und manchmal denkt man, schlimmer geht's nicht mehr, weil man halt irgendwie schon so alles gewöhnt ist. Falsche Kommasetzung, falsche das benutzt. Ey, warte mal, Reudenboy, wo bist denn du gerade? Oh Gott, ich dachte schon, das ist ein Gegner. So. Hallo. Verfalsche das Benutzung und irgendwie. Aber doch, jeden Tag erlebt man noch so den Kommentar, der wirklich die mangelnde Rechtschreibkenntnisse so nochmal so auf ein neues Level bringt. Das ist echt der Hammer. Grammar-Nazi, das wissen wir. Ich bin schon so ein bisschen Grammar-Nazi, ja. Auch wenn ich meistens mittlerweile. Ich war einmal. So kann man es, glaube ich, besser ausdrücken. Ganz ehrlich, die versteckte Kiste ist eigentlich schon so oder so ziemlich voll. Also ich wüsste nicht, was man da noch... Eine German Weapon Box ist da sowieso schon drin, da mache ich da einfach nochmal eine rein. Warte, ich kann noch eine reinmachen. dann behalt du doch einfach einen im Inventar, okay? Können wir doch einfach stacken, so. Janik, behalt du doch einfach einen im Inventar. So, dann lege ich da noch eine Thompson rein. Wobei, für die Thompson brauchen wir doch die Ami-Box, ne? Egal. Ich habe eine Ami-Box. Ach cool, ja, dann lasse ich die Thompson mal da drin, dann benutze ich jetzt wirklich mal nur die deutschen Waffen. Und, oh Gott, hier habe ich auch nochmal was ich reinlege. Ich habe nochmal einen Hirn. Dann lege ich mal den Cobblestone da weg, so. Das ist jetzt gerade dumm, weil keiner guckt, ob irgendwo Gegner sein können. Ja, ich guck mal eine Runde. Ja, mach das mal. Achte. Ich achte. In diese Folge, ey. Ach, ich habe auch nochmal einen Diamanten, so, jetzt haben wir 10 Diamanten, okay. Cool, läuft, ne? Richtig gut. Wir könnten den Diamantblock machen. Warte mal, wir können uns einen OP-Goldapfel machen. Hast du einen Apfel? Ich hab einen Goldapfel. Scheiße. Pass auf. Du nimmst jetzt eine Axt und farmst dir alle Bäume ab, okay? Alle in der Umgebung. Aber bitte. Ich hab keine Axt. Dann mach dir einfach eine. Ruhig auch aus Eisen. Nee, mach dir eine aus Stein. Oder warte, ich geb dir mal eine. Warte, ich geb dir da mal eine, weil ich will mir jetzt gleich die Bazooka machen unten in der Base, okay? Weil ich mach das einfach hier oben. Und pass auf, Hexen auf. Die Hexe. Ja, warte, ich kill die schnell. Hast du Pfeil und Bogen? Nee, aber eine Kiste müsste eine sein. Ein Bogen? Glaubst du mir, dass ich... versteckten? Ich habe in irgendeine Kiste mal einen Bogen gelegt. Ich weiß nicht, ob es die versteckte war oder irgendeine andere. Warte, soll ich schnell versuchen, die Hexe zu killen? Wo ist die denn? Die ist da unten, direkt bei dem See war die. Ach, dann ist sie noch weit weg, da hat die dich nicht getrackt, oder? Nö. Du weißt ja, was zu tun ist, wenn die dich erwischen sollte, ne? Kreis, rennen und schreien. Ganz genau, das.
So. Aber bitte, wie gesagt, mach nicht den, nein, weil das ist die versteckte Kiste. Lass die Bäume da alle mal so stehen, bitte, ja? Okay. Oh, okay. Hier, bau das mehr so hier hinten ab, nicht da, wo die versteckte Kiste ist. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen auffällig. Also ich würde, wenn ich suchen würde, würde ich da ein bisschen komisch gucken. Da, wo die Bäume stehen. Ja, genau. Da würde ich nicht gucken. Irgendwie, keine Ahnung, wo deine Bäume stehen. Aber wir können uns einen OP-Gold-Apf machen. Ich feiere das gerade voll hart ab, ey, Alter. Richtig. Yay. Yeah, ja, das freche Skelett da. So, freudig. Ja, aber ich finde das gerade richtig. Ich feiere das. Wir können uns nur Pegold-Apfel machen. Aber wir haben keinen Apfel. Ja, deshalb farmst du ja gerade die ganzen Bäume ab, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Apfel runterfällt. Kommen die nicht nur von den Oakwood? Nö, die kommen von allen, soweit ich weiß. Echt? Cool. Oder die kommen echt nur von den Oakwood. Dann laber ich gerade nur Scheiße und es tut mir dann wirklich sehr leid, wenn du die jetzt dann könnt ihr dann alle flamen. Genau. Mhm. Hast du noch Essen, was gebraten werden könnte? Zum Beispiel sowas wie Schweinefleisch, weil langsam gehen mir meine Essensvorräte ein bisschen zu Neige. Nee, hast du nicht, okay. Nee. Na gut, dann platziere ich jetzt auf jeden Fall mal die Waffenbox. Mach mir jetzt. Warte, haben wir nicht in der Kiste noch was zum Essen? Panzer Shrek. So, da habe ich meine Panzer Shrek. Oh, ist. Oh, ich sehe bestimmt voll fancy aus mit der. Ich weiß nicht, was ich mal fancy sage, ja, aber ganz ehrlich. Ich feiere dieses Wort irgendwie. Warte, ich brauche ein bisschen fancy, Eisen. Ey. Warte, wo ist mein Eisen? Oh, bam! So wie die Augen so davor luken. So richtig geil, ey. So, okay. Hast du Eisen? Eisen, ja. Ein Stack, immer noch. Wunderbar. Hast du eigentlich Eisen in die versteckte Kiste reingelegt? Ich habe gar nicht mal Meinung. Stack. Ich habe gar nicht mal so viel. Dreckige Erde. So. Warte, wo ist meine Panzer-Shrek-Munition hin? Hä? Habe ich mir die nicht eben gemacht? Panzer-Shrek-Munition? Jetzt habe ich Panzer-Shrek-Munition, okay. Muss ich jetzt einmal nachladen mit R, ne? Oder mit Schießen? Mit Schießen? Nicht auf mich ziehen, okay. Ganz ruhig. So, die ist nicht geladen. Ich werde da immer nervös, wenn du eine Panzer verhaust. Okay, jetzt ist die geladen, dann mache ich mir noch ein zweites Magazin. Warte, ich brauche ein bisschen Eisen noch. Wie viel? Ich gebe dir einfach mal die Hälfte von meinem. So. Ich muss erstmal Scheiße weg. So. Zack, dann habe ich... Ja, zwei Schuss sollten eigentlich reichen, ne? Moment, ich muss noch irgendwas wegwerfen. Oder was meinst du, Yonik? Ja, das sollte reichen. Oh, ne? Zwei Schuss sollten reichen. Dann habe ich jetzt von einer Waffe, also von der MP4 habe ich drei Magazine. Hast du von noch MP40. Vielleicht ein Schwarzpulver? Ja, klar. Von der MP40 habe ich zwei. Hast du das aufgesammelt? Das liegt hier nicht bei mir. Das ist wieder der gleiche Bug, ne? Warte mal. Yay. Ich mach mal den hier. Liegt das jetzt da? Auch nicht, ne? Ohne Scheiß, das ist doch so zum Kotzen. Pass auf, ich leg da oben mal, guck mal in den Ofen rein, siehst du es da? Jo. Okay. Dankeschön. Komisch, dass es so funktioniert, ganz ehrlich. Aber egal, YOLO, interessiert uns nicht, so. So, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob meine Panzerfaust geladen ist. Du weißt nicht, ob die geladen ist? Weil es ist das ich glaube schon, dass sie geladen ist, weil es ist das Symbol von also wenn du die auswählst, wenn da so ein Schuss ist, dann müsste die geladen sein. So ist okay, es dann ist sie geladen. Okay, perfekt. Alles klar. Gut, wie viele Magazine von MP44 und MP40 hast du? Von MP44 habe ich eine mit 24 Schuss drin, zwei volle und ein angefangenes. Und von der MP44 habe ich ein fast volles, ein fast leeres und 15 Schuss in der Waffe. Ja gut, also reicht das eigentlich. Ich habe noch eine extra MP44. Ne? Warte mal, die kann ich kurz in die Kiste legen, wenn da noch Platz ist. Dann lege ich auch noch, ich bin zu überlegen, was ich... Ich würde sagen, die Kohle nehmen wir mal raus. Also hast du... du hast ein bisschen Eisen da noch reingelegt, ja gut. Nee, lass doch ein bisschen Kohle da drin, ganz ehrlich. Okay, dann... Weil, wer weiß, wozu wir auch ein bisschen Essen drin lassen, so. Ja, dann ist da eigentlich jetzt echt genug drin, oder? Was meinst du? Mhm. Wobei, ich lege da noch ein bisschen Eisen von mir rein, weil lieber haben wir mehr Eisen in der versteckten Kiste als zu wenig. Macht auch Sinn, wenn man das so sagt, ne? So, jetzt bin ich aber überlegen, wie viel braucht man für einen OP-Goldapfel? Ich mach mal ganz kurz die Blöcke für einen OP-Goldapfel. Hast du, ist irgendwo eine Workbench? Nee, ne? Warte, ich geh schnell rein. Passt du, achte auf die Umgebung, ja? Achte. Ich achte. Alles klar. Oh, auf dieses Wort habe ich gewartet. Ich achte, das hört sich so toll an. Oh, wundervoll. Ich achte auch auf die Zeit, denn wir haben noch eine Minute. Ja, das stimmt. Da achtest du sehr gut drauf. Ich weiß. Ich bin ganz stolz auf dich. So, dann haben wir noch 9 Gold übrig. Dann würde ich sagen, wer bekommt den OP-Goldapfel? Oh. Ich? Okay. Dann bekommst du den OP-Goldapfel und du gibst mir den normalen Goldapfel, okay? Gut, und hier droppen wirklich keine Äpfel, oder? Nee, wir droppen keine Äpfel. So aussieht nicht. Gut, dann müssen wir doch woanders hin. Hast du gerade was? Alter, ja. Das macht mich gerade so nervös. Was können wir denn hier rauswerfen? Den Cobblestone können wir eigentlich auch nochmal rauswerfen. Joa, werfen den Cobblestone auch nochmal raus. Warum haben wir Cobblestone in der versteckten Kiste? Ja, keine Ahnung, weil YOLO.
Swag. Soll einer von uns vielleicht auch einen mobilen Enchanter nehmen oder so? Nee, mitnehmen? Ja, ganz ehrlich, weil, guck mal, wir haben zwei Enchanter in der Kiste. Wozu brauchen wir zwei Enchanter in der Kiste? Wenn jemand die Kiste findet, dann haben... Damit die anderen keine zwei Enchanter haben. Ja, aber dann ist das Problem doch, dass wir dann gar keinen Enchanter mehr haben. Aber wann brauchen wir bitte einen Enchanter, wenn wir unterwegs sind? Ja, ist... Okay, gut. Wie voll ist deine Rüstung? Was? Wie voll ist deine Rüstung so? Reicht noch, locker. Reicht noch? Okay. Gut. Dann aber die Folge ist vorbei. Ja, schreibe ich das gerade mal in den Chat. Folgenende. Dann würde ich sagen, gucken wir vielleicht gerade noch, dass hier Gras über diese Kiste wächst, weil das macht mich ein bisschen nervös, dass da noch nie irgendwie so wirklich Gras drüber gewachsen ist. Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber das haben sie auch nicht gefunden. Nee, ne? Stimmt. Dann können wir eigentlich dann zu dieser Schweinewiese gehen und da mal wirklich die Äpfel, einen Apfel holen. Weil, ja, dann haben wir OP-Gold-Apfel und sind gut ausgerüstet. Also bis nächstes Mal, Leute. Ciao. Tschüss.